Hallo und herzlich willkommen. Ich stelle hier was ganz Neues vor. Das habe ich erst vor kurzem entwickelt. In mehreren Variationen. Das kommt nirgendwo her. Ich habe was Ähnliches, bin ich ehrlich, habe ich in Russland entdeckt. Und habe dann so ein bisschen selbst mal so einen Versuch gemacht. Fand das sehr interessant. Aber habe mir dabei so kurz mal Gedanken gemacht und hatte da so einen Sonntag dabei, der war so ein bisschen stressiger. Und da kam ich einfach auf die Idee, ein paar Sachen zu neu zu entwickeln, sind einfach so im Kopf. Wieder heran, ich komme Stefan, nimm mal das, 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 das. Und da kommt das schon zusammen. Und ich möchte euch jetzt, das ist das Endergebnis. Wird nur noch abplattiert und dann ist das alles fertig. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr das mal selber zusammenbauen könnt. Und das ist praktisch dafür gedacht, so eine Art. Könnt ihr mit dem Mittelwasser fischen, könnt ihr schnell ranmontieren, braucht dafür keinen Knoten, alles drum und dran. Das ist auch für den einen oder anderen auch, ja schon im Dropshot angeln oder in manchen Angeltechniken schon einiges kennt mit den Knoten her, ist das vielleicht eine kleine Zusatzvariation, weil ihr könnt damit enorm viel Zeit sparen und fangt genauso viel Fisch wie mit der normalen Methode. Und ihr könnt eben den Köder eben schön vertikal anbieten in einer bestimmten Position, in bestimmten Höhe, wo ihr gerne möchtet, ohne den ständig anzuknoten, abzuknoten. Schnell flexibel. Als allererstes habe ich hier hinten meinen Federstahl, um mir hier einen 0,8er raus. Ich hatte den. Das sind diese Stifte, die ihr hier sehen könnt. Auch dazu Pickhaken, die meisten von euch zum Gießen zu Hause haben. Ihr könnt da alle Variationen nehmen, die es eigentlich gibt. Legt den so an, dass er nicht genau mittig ist, etwas weiter runter. Und dann einfach nur im rechten Winkel ziehen. Man sieht das. Ein rechter Winkel. Jetzt nehmen wir den Stickhaken, legen den an. Nicht an, in den Winkel. Nehmen wir die Fange. Bei einer ganz normalen Zange kann man das am besten richten. Da hat man so eine Art Schraubzwinge. Man kann das sehen. Schön drinnen. Jetzt biegt man den um. Man hat dadurch einen richten, einen anliegenden Stahl. Jetzt habe ich hier eine Kupferspule, könnt ihr überall in allen Elektromotoren etc. könnt ihr so eine dünne Kupferdrähte rausziehen. Ich habe hier den Kupferdraht, nehme das runter, den Kupferdraht holt, zack, nehme den Draht. Zack.